Eins. Was geht ab, Was YouTube? geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute die Ackendorf zusammen mit dem McManus und dem Sachsen Let's Player. Hi, Leute. Peace. Und Schöpfer dieser Map, das FSM Team. Hi. Jo, Mahlzeit. Jo. So. Hat Tabuko jetzt auch mit auf dem Server? Wir sind zu fünft. Yep. Das absolute Chaos hat begonnen. So. Alles wird gut. So, Farming-Tablet funktioniert offensichtlich. Schauen wir mal, was geht denn hier? Genau. Farming-Tablet haben wir mit drauf. Allerdings eigene Version. Oh, lol. Allerdings eigene Version. Bisschen angepasst. Okay, ich glaube, wir haben ein ganz anderes Problem. Okay. Laut Farming-Tablet hat die CCM-Mühle ein Missing L10N. Also scheint da grundsätzlich schon mal was nicht mitzustimmen mit dem CCM. Ich bin sicher an einem Safe-Game. Kannst du sagst, du willst. Gut möglich, ja. Ihr habt ein angepasstes, ne? Du bist angepasst. Ja, der Ja. dürfte. Das Einzige, was das Deppel, was der noch raus ist, Rohr draußen, ja. Warte mal, hier lädt irgendwas. Das ist hier Drive Control, Drive Control. Das Einzige, was mir jetzt noch aufgefallen ist, war das jetzt so Error? Ne, das war's nicht. C-User Mod Config. Fruchtmodule wird geladen. Wo steht denn Ja. das drinne? Okay. Dann fahren wir runter und machen wir. Ja, ich gucke ja gerade mal. Wo ist denn jetzt hier? Wo war denn das? Das Ja, kann warte, auch gar dann lass nicht uns mal gehen. fix den Drescher. Also, ja, warte. Ist ja viel Spaß. CCM wird gar nicht registriert, Nee, Leute. sag ich ja. CCM wird nicht registriert, irgendwas stimmt ja nicht. Ja, als Frucht nicht registriert, oder was meinst du? Jo. Ah, okay. Das ist neu. Woran könnte das liegen? Veränderte Map. Ja, genau. Aber bist du sicher? Warte mal eben. Spinat, Bohnen, Kartoffeln. Doch, Maismehl, Key 39. Also registriert wird's definitiv. Bei den ganzen Fülltypen übersieht man das schon mal. Ja, ich würde behaupten, da ist zumindest CCM-mäßig das Safe Game abgefuckt. Meinst du, das liegt am Safe? Ja, würde ich schon fast von ausgehen. Also wir haben CCM bei unserem Server. Ja, definitiv. Ist ja vorhin erst noch weggebracht. Weil wir machen nur Fische. Ja, im Moment zumindest, ja. Ich finde aber hier auf der Schnelle jetzt auch kein Corrupted Safe Game. Das ist ja auch immer noch so, weil das Ding übernommen hatte, hat halt einen Haufen Corrupted Safe Game drin. Naja, klar. Das hat er dann eigentlich auch komplett ausgebessert, von daher. Sofern da einmal neu gespeichert ist, das korrupte Safe Game sowieso weg. Naja, eben, dann überschreibt er das ja direkt wieder. Ja. Ja, gut, dann weiß ich nicht, ziehen wir uns gleich mal das Safe Game runter und gucken dann mal nochmal offscreen drüber und dann schauen wir mal. Ja, gelacht, wenn wir das nicht gefixt kriegen hier. Mit dem CCM, ja. Jo. Das ist sehr schade, weil sonst können wir keine Fische machen. Ja gut, normalen Mais kannst du ja eh reinkippen. Das Den wäre ja kippe ich nicht das jetzt auch gleich Problem. an, ja. Ja, das wäre ja nicht Ach das so, Problem. da geht das mit den Fischen ja schon los, ne? Ja, genau. Welche Weil, Fische ja. werden dann schon produziert? Da wird dann der normale Eisfisch, den du direkt verkaufen kannst, wird dann produziert. Und Ah, über okay, cool. CCM kommen dann die Fische auf die Stange, Weiterfahren. die in die Räucherei kommen. Ja! Also können wir Eisfisch schon mal machen, das ist doch Ja. gut. Soll ich trotzdem mal spaßenshalber unten Mais reinhauen und. Ja, klar, versuch mal. Bist du jetzt am Hof 1, deiner Mühle, oder wo bist du jetzt? Nee, ich bin jetzt gerade am Ernten vom Mais. Ach so, ja. Und dann. Ja, wollte mal deines Amtes mal gucken. Suche immer noch einen Anhänger. Ja, immer noch Hof 2. Ja, immer noch am Suchen. Hof Eieiei. 2. In den Garagen drinnen irgendwo. In den Ich hab dir Garagen. gesagt, Jackie, bau den Hof nicht so groß. Du suchst Aber andauernd deine I Brocken. hilft. I. Oldschool I. So. Habt ihr diesen Mod schon mal genutzt mit diesen manuell ankuppeln? Macht ihr sowas? Nö.
Nö, eigentlich weniger. Überlegt, aber das mal für das Forstprojekt mal ausprobieren, Eventudel. Ja, ja. Weil der Werner von den Burning Gamers auch eher einer ist, der halt gern so, naja, einfach so ein bisschen realistisch auch spielt, so auf gewisse Sachen halt schon achtet und Wert legt. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Gefunden, Atabogo? Was habe ich? Ob du den Hänger gefunden hast. Ja, nicht davon gewollt, aber ich habe zumindest was rollen. Wenn ich steht auf Feld 46, ne, wo Randy geendet hat, 45 hinten auf dem großen Feld, da steht auf jeden Fall der große, der ganz große Anhänger. Ja, groß ist egal. Ja, aber der ist schön. Das auch. Was willst du denn machen? Gucken, ob ich CCM so geladen krieg. So geladen heißt einfach runterfahren, oder wie? Nein. So. Sag ich dir gleich. Oh, ich will auch gucken. Ja, sagst du Bescheid vorher? Ja. Wirklich? Ja. Wenn mich einer sucht, ich bin an der Burg. Ja. Aha. Da komme ich auch gleich noch vorbei. Mach schon mal den Grill an. Auch gleich da. So. Ja, also war ich eigentlich. Achso, wo wir dann noch hingeblieben sind wegen den hier Schreihals und so weiter und so fort. Weil man das jetzt gerade noch mal fühlt, ja. Er hat dann im Endeffekt solche Biscuit-Böden da genommen, ne? Also solche EVA-Sorten. Biscuit-Böden, ja. Ja. Er hat da zwei Flaschen Bilou draufgehauen. Mhm. Schön mit so einem Torten-Dings da hier, wo du da so glattstreichen tust. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? Ist schon schön drum gemacht. Hat er noch ein paar Smarties draufgehauen, ein bisschen Russischbrot und ein paar Deko-Perlen. Russisch Brot hat schon lange nicht. Mhm. Ja. Und weil das ja so eine richtig alte, perverse Potte ist, dann noch ein paar Haare abrasiert und da auch noch drüber geschehen. Was ist das für ein Widerling, Alter? Ein richtiger Widerling, halt abgeschnitten und dann halt gegessen. Also. Er hat's gegessen? Natürlich hat er das gegessen. Das ist sein drittes Video. Er hat bis jetzt immer die neuen Bilous, die rauskamen, hat er genommen und hat die irgendwie auf dem Schokoriegel draufgesprüht und gefressen. Also der frisst dieses, also Chemie der halt. Ja, ein bisschen Krankheit im Kopf. Und. Ja, hat er dann gefressen. Also sagen wir mal so, das war eine Mischung aus Workreiz, Kotzen und allem, was halt so dazugehört. Aber über 300.000 Leute fahren es, ne? Wahnsinn. Ja. Das ist wie damals im alten Römischen Reich. Da hat man damals die Gladiatoren in eine Arena geschickt, um das Volk zu unterhalten. Und die haben sich da quasi gefreut, wenn die da mit irgendwelchen Löwen gekämpft haben oder sich gegenseitig abgeschlachtet haben. Und heute will halt das Volk sowas, um unterhalten zu werden. Es ist traurig. Aber es ist so. Gut, es ist besser, wie sich gegenseitig abzuschlappen. Aber trotzdem, es ist schon krank, ne, manchmal. Ich gab mal einen YouTuber, der hat nichts anderes gemacht wie Farbstoff in Milch und hat immer diesen 3 Liter Container Milch hier auf Ex gesoffen. Und hat dann quasi in unterschiedlichen Farben gekotzt. Auch interessant, oder? Das ist doch, aber das. Wahnsinn, ja. Oder? Dinge, die die Welt nicht braucht. Ja, definitiv nicht braucht, aber das Schlimme ist ja, dass die unglaublich viele Klicks halt eben machen, ne? Und die Leute das anschauen. Aber die regen sich halt danach auch alle auf, aber ist egal, anschauen tun sie es trotzdem. Ich hab's ja selber angeschaut, das ist ja das Verrückte an der Sache. Aber eher durch Zufall, muss ich dazu sagen. Erinnert mich so ein bisschen an sinnfreie Kommentare. Na, die gibt's auch zu Genüge. Auch über wie eine Karre Mist, aber sie haben halt ihre Wirkung, ne? Der Schaden ist angerichtet. Und der Atabogo hat sich wieder aufgeregt. Ich? Nein. Ja. Doch. Bei Kommentaren. Warum? Dann. Wo? Weil. Wenn solche Kommentare kommen, dann regst du dich auf. Nein, nicht mehr. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Weil dann hätte man den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als sich darüber aufzuregen. Also du aktuell... Du eher, nehmst eventuell noch zur Kenntnis, aber dann war es das auch. Echt? Ich lese das gar nicht mehr. Du kannst ja aktuell bei Modhoster mal gucken. Also nach dem letzten Plateau für das IT-Raner da, ne? Habe ich mich auch nicht... Ich habe immer recht gegeben. Weil du kommst eh nicht. Das ist wie gegen Windmühlen. Naja. Sollen sie doch labern. Wenn die nichts zu tun haben. Schön, dass ich andere Leute beschäftigen kann. Ja, aber so bleiben wir halt in aller Munde, Schäge. Und so einer muss den Kopf die Leute drüber aufregen, bleiben wir in aller Munde. Nein, aber du kannst, egal wie perfekt du einen Mod, eine Map oder was auch immer machst, es wird immer welche geben, die es haten werden. Ja, logisch. Und schon allein nur aus Langeweile. Ob das Sinn oder Unsinn ist, was sie da schreiben, ist
uninteressant. Und wie gesagt, einer, der direkt ankommt und beleidigt, da ist alles andere, was danach kommt, sowieso egal, weil der ist sowieso unten wie ein Stück Scheiße. Das ist einfach so. Ja, ja, na? Zumal wir es ja sowieso nicht drauf haben. Ja, ja, richtig. Nee, wir stecken unsere Energie dann lieber in neue Klamotten und dann ist gut. Anstatt uns darüber aufzuregen, die Zeiten sind vorbei. Ich brauche einen anderen Anhänger. Vor allen Dingen, wenn der Satz schon anfängt, boah, bist du blöd oder irgendwie, oder dann brauchst du schon gar nicht weiterlesen. Löschen, weg. Direkt permanent. Ja. Ich finde sowas nur immer interessant, dass sowas dann bei Modhoster oder bei YouTube oder whatever gemacht wird. Aber bei uns im Forum, direkt an der Quelle, da haben sie die Eier nicht. Finde ich echt interessant. Da kommt dann auch mal keiner und beschwert sich oder sagt, naja, so, aber so ein 8-jähriges, ne, von wegen Modklau oder so whatever. Forum sich anzumelden. Das sind keine 8-jährigen Kinder, Tino. Nee. Ich habe vorgestern, ohne irgendwelche Namen zu nennen, mal so ein bisschen, ich sag mal, nicht Recherche getrieben. Ich habe einfach nur mal auf irgendwelchen Namen von welchen Kommentatoren geklickt und mal geguckt, was die für Seiten und Foren angegeben haben und wo die überall geschrieben haben. Und du glaubst gar nicht, wie klein die Welt ist. Mhm. Ohne jetzt, wie gesagt, irgendwelche Namen von anderen Foren zu nennen oder ehemalige Forenmitglieder oder sonstige Geschichten. Aber die denken immer alle, man pennt auf dem Baum. Ja, ja, genau. Also immer die gleichen Leute und sowas finde ich einfach schade, weil letztendlich machst du die Mods für die User. Ich habe nicht. Ich habe auf jedes Video, was ich bei ESO hochlade, habe ich sofort sozusagen 2-3 Dislikes, keine Ahnung. Ja, wie viele. Manchmal eben auch 5 oder so, kein Plan. Das sind immer dieselben. Das sind immer dieselben Leute. Und die kriegst du, also entweder. Die kannst du einfach nur. Also mich persönlich stört das nicht. Also interessiert mich null. Interaktion ist Interaktion. Genau, ist Interaktion. Genau, und von daher, ich weiß, dass es die anderen 99,9% eben feiern und fertig. Ja. Und wer hat einen Fortuna für mich? Was sagst du? Wer hat einen Fortuna für mich? Anhänger? Ja. Wo willst du denn hin? Ich bin gerade damit unterwegs, ich kann da hinkommen. Brauerei. Wo bist du? An der Brauerei fahre ich jetzt vorbei. Dann nehme ich da mal mit, dann brauche ich nicht, wie 10 Meter Feldweg hier über die Map rennen. Warte, wo bist du? An der Brauerei, vorne am Haupttor. Mach doch zur Not, wenn du dich noch so bewegst, hier Flight Mode an und dann ändert doch den Player Speed. Dann bist du schneller unterwegs. Nee, ich will aber mitfahren. Sieh. Also hier, Frage an FSM-Team. Die Plöger QM16, können die kein geballtes Saatgutlager laden? Doch, müssen sie, wenn sie Weizen haben wir laden auch. Können. Wenn sie Weizen laden können, ja. Ich hab's jetzt, ja, die können Weizen laden. Ich habe gerade den Seedmaster aufgefüllt, wollte das andere rausholen, aber die laden es einfach nicht. Da sitze ich schon seit ein paar Tagen dran, da die Scheiße rauszubekommen. Ja, dann, dann können sie es wahrscheinlich nicht. Die können auch Weizen laden. Weizen können sie, ja, habe ich gerade noch gemacht. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass das Seed 2 extra nachgetragen werden muss. Ich weiß es nicht genau, aber die Plöger sind ja auch nicht von uns. Ne? Die haben wir im Endeffekt nur übernommen. Ich sitze drauf, Schäge, ganz Gas, Mann. Der ist aber jetzt meist drin, ne? Ah, keep up. Ja, genau, weiß ich nicht. Haufen hier auf der Straße, ne? Dann mach, tu's bei den Fische gleich rein oben. Hier, Tino, gib mir mal eine Aufgabe. Ich bin fertig mit allem. Weiß grad selber nicht. Der Chill hat Colli. Ja, ja. Ich wollte es nur sagen, bevor du reinfährst. Ach, ich sammle bei 1 und 2 das Stroh auf. Ja, 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 das können wir auf jeden Fall noch machen. Also, der Seedings läuft wieder, oder was? Ja, 10 Minuten, das ist ja voll, Feed, ne? Der Feedmaster hier. Achso, ja, der läuft wieder. Sag mal, ist das eigentlich normal, dass der Schlepper so unheimlich schnell ist, oder? Was denn? Der Schlepper hier, der, was ist das hier? Der Glas. Ja. Ist das normal, dass der so unheimlich schnell ist, oder? Fährt doch 50, was willst du denn? Ja, ja, das ist jetzt, so. Da merke ich eine gewisse Ironie in deiner Frage. Ja, ja, genau. Ja, kann aber auch sein, dass du irgendwie über Drive-Control diese Differentialkacke da alle eingeschaltet hast und Allrad ist da, glaube ich, auch langsamer, ne? Müsste aber auf 100% stehen alles. Ah, okay. Keine Ahnung. Woher guckst du? Jetzt fahr ich gleich mit 13 in Berg hoch hier. Ja gut, jetzt sitz ich ja auch neben dir, ne? Ich bin ja verstehe. Jetzt auch nicht. Steig mal aus. Jetzt wäre halt. Ich habe jetzt nicht so wirklich zivilisiert mitteleuropäisches Normmaß, was mein Gewicht angeht, sag ich mal. Mitteleuropäisches Normmaß. Ja. Wo liegt das? Boah, was hat der Durchschnittseuropäer? 75 Kilo. Ja, 75, was? 80 Kilo, ja, ja. Was? Statistisch gesehen, ja. Da frage ich mich auch, in welchem Land die waren. Das ist also das Gleiche. Kann es nicht gewesen sein.
Das ist doch das gleiche in jedem Aufzug, wenn da steht für 15 Personen oder für 12 Personen, immer gerechnet an eine Person 75 Kilo. Ja genau, ich kriege alleine schon Platzangst in dem Ding, was, und da steht da für 8 Personen, ist klar, Digga. So, ja, bevor die Folge endet, wo ist denn an Hof 2 das Strohlager? In dem noch nicht gekauften Bereich. Doch. Gar nicht. Wo denn dann? Am Hof 2 gibt es kein Strohlager. Ehrlich? Aber schon seit der Version 1. Bisher, ich wusste es. Ja, wusstest aber du gar nicht. Mir kannst du nur verkaufen. Ich habe in die Kommentare geschrieben, es wäre im nicht gekauften Bereich, wäre ein Strohlager. So, bäh, ist nämlich gar kein. Du kannst da nur Stroh verkaufen. Lager gibt es rein, weg. Verkaufen. Nur bei den Viechern und halt an Hof 1. Na gut, wir sind fertig. Gut, meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.